Willkommen zu einem Video zur Initialisierung des Timer 0 bzw. des Interrupts. Es geht um C-Programmierung von PIC18 F14K22 und wir setzen die Arbeit fort, die wir schon bereits vorher begonnen haben. Wir haben also einerseits einmal hier beim PIC18 F14K22 Timer 0 Int ein Programm hergerichtet, ein Projekt hergerichtet und haben den Timer 0 hier initialisiert. Wir brauchen, damit wir das Ganze beurteilen können, auch noch den Timer 0, den finden wir hier unter 9 und hier diese Skizze, die wir hier haben, also diesen Timer 0 im 8-Bit-Mode. Und wir wollen jetzt einmal schauen, ob der Timer überhaupt irgendwas tut. Und das können wir tun, indem wir die Debug-Funktion ausnutzen. Das heißt, wir können ja uns zum Beispiel hier in diese Programmstelle, wo wir eine Operation haben, in die While-Schleife reinhängen und werden jetzt einfach das Programm in den Prozessor reinladen. Also debuggen wir mal das Ganze. So. Dauert ein bisschen, bis wir das Programm drin haben. So, gleich wird es soweit sein. Running und Hold it. Und jetzt sehen wir, wir sind also bei diesem Befehl hier angekommen, bei diesem No Operation. Und jetzt wollen wir uns einmal schauen, ob sich irgendwas im Timer 0 Register getan hat. Das ist nämlich hier. Ja, er müsste ja eigentlich zu zählen begonnen haben. Das heißt, wir schauen einmal hier das an und werden einmal hier unten aus dem TMR0, würde ich sagen, schauen wir uns an. Okay. Und sehen wir also, hier hat sich was getan. Hier steht keine Zahl 0 drin, sondern steht eine andere Zahl drin. Na, jetzt machen wir einfach hier auf Continue hier oben. Dann wird das Ding weiter durchlaufen, einmal die Schleife durchlaufen, bleibt wieder stehen, 74, und das können wir jetzt ein paar Mal so durchüben, und dann sehen wir, wie also der Timer hochzählt, er funktioniert also. Wir haben also festgestellt, das Timer 0 funktioniert und läuft. So, brechen wir den Debug-Mode ab, löschen wir noch den Breakpoint, und jetzt werden wir den Interrupt aktivieren, und dazu schreiben wir mal hin, Timer 0 Interrupt freigeben. So, dazu müssen wir jetzt in die Interrupt-Sektion, die ist also hier auf 7, gehen wir mal hier rein und dann sehen wir hier diese Interrupts und wir haben vom Bild her, haben wir hier oben, also sehen wir, dass wir den Timer 0 Interrupt Enable Priority freigeben müssen und General Interrupt Enable hier freigeben müssen. Das sind drei Dinge, die wir freigeben müssen. Na, wo findet man die? Gehen wir mal hier weiter runter und da sehen wir ein Int Control Register. Und in diesem Int Control Register, das kopieren wir jetzt einmal hierher, geben wieder unsere üblichen Bits dazu und wir werden einmal das General Interrupt Enable auf 1 setzen. Das bedeutet, wir lassen überhaupt einmal Interrupts zu. Wenn das nicht gesetzt ist, gibt es also gar nichts. So, also 1. Kopieren wir mal hier rein. Enabled alle unmaskierten, also noch zusätzlich verriegelten Interrupts. Und jetzt schauen wir, wo wir unseren Timer 0 finden. Den Timer 0 finden wir hier, Timer 0 Interrupt Enable. Das ist ein eigenes hier, also das heißt, das können wir auch über unser Int-Con wieder hergehen. So, hopp. Machen wir es rückgängig. Kopieren wir uns da oben den ersten Teil. Fügen wir es hier ein. Punkt. So, jetzt brauchen wir den Timer 0 Interrupt Enable. Timer 0 Interrupt Enable ist also hier. T0 Interrupt Enable. Hoppa, haben wir vielleicht den falschen erwischt. Warten Sie mal. Gehen wir nochmal. Hier unten gibt es noch eine bessere Bezeichnung, die genauso ausschaut wie die, die wir haben wollen. Timer 0 Interrupt Enable, genau, passt. Ist also ebenfalls gleich 1. So, jetzt haben wir den Overflow Interrupt enabled. Also, kopieren wir das noch hierher.
So. Und was jetzt noch bleibt, ist also die Priorität. Sehen wir hier irgendetwas von Priorität? General Interrupt, Global Interrupt Enable. Dann Peripheral Interrupt Enable. Timer Interrupt Enable. Das ist ein PIN. Dann haben wir Board Change Interrupt Enable. Das ist das Flag, das wir nachher brauchen. Da hieß, haben wir nichts. Also schauen wir mal weiter. Es gibt also noch ein Intcon 2. Und im Intcon 2 finden wir hinten den Timer 0 Interrupt Priorität. Das heißt, wir brauchen also noch den Intcon 2. Und den setzen wir hier rein. So, und jetzt brauchen wir den Timer 0 Interrupt Priority. Und diese Priorität, die setzen wir jetzt hoch. Das heißt, wir setzen es auf 1. Damit hat dieser Interrupt die hohe Priorität, kann durch nichts anderes unterbrochen werden. So, Paste. Und jetzt sollten wir eigentlich den Interrupt freigegeben haben, das ist schon fertig. Die Frage ist nur, na, wo ist das Programm, wo er jetzt reinspringt, wenn jetzt ein Interrupt kommt? Und dazu brauchen wir jetzt ein neues Dokument. Und zwar brauchen wir das MPLAB XC8C Compiler Users Guide. Den gibt es vom Microchip, den kann man herunterladen. Und wenn man jetzt hier oben reingeht mit Steuerung und Find, dann geht also das Suchfenster auf. Und wenn ich hier oben Interrupt eingebe und auf Weiter drücke, dann sehe ich hier einen Interrupt-Eintrag auf 203 im Inhaltsverzeichnis. Dann gehe ich hier auf 203 drauf. Und im 203 sehen wir dann das Kapitel Interrupts und wir sehen hier Writing an Interrupt Service Routine. Und das ist das, was wir wollen. Wir brauchen eine Interrupt Service Routine. Und hier sehen wir ein Beispiel, wie so eine geschrieben ist. Hier ist nur eine Variablendeklaration noch, aber hier beginnt also die Interrupt Routine. Das heißt, wir nehmen also bis zu dieser Klammer hier, kopieren wir das Ganze mal und gehen jetzt vor unser Main-Programm, also hier rein. So, und wir haben jetzt hier noch in Rot angezeigt eine Variable, die wir nicht brauchen, das heißt, die werden wir gleich mal weglöschen. Und wir werden das also nicht DC-Int nehmen, sondern wir werden das Timer 0 Interrupt nennen. Und das ist jetzt unsere Interrupt-Routine. Das heißt, unser Timer läuft drüber, dann springt er in die Interrupt-Routine, dann gibt es eine Abfrage, ist der Timer 0 Interrupt enabled und ist das Timer 0 Interrupt-Flag da, dann geht es weiter, ja, dann löscht er dieses Interrupt-Flag, damit nämlich wieder ein neuer Interrupt aufgerufen wird. Weil solange das Flag da ist, ruft also praktisch immer wieder der Timer und sagt, ich habe einen Interrupt, ich habe einen Interrupt, ich habe einen Overflow und ich muss es hier löschen, damit ist Ruhe und jetzt können wir hier die Reaktion hineinschreiben. So. Aber das Erste, was wir machen, ist, wir werden überhaupt schauen, bevor wir noch eine Reaktion hineinschreiben, ob das so hier funktioniert. Und das machen wir wieder gleich wie vorher. Wir gehen also hier auf mit einem Breakpoint auf diesen Befehl Timer 0 Interrupt Flag und dann laden wir das Ganze mit Debug wieder rein, Debug Main Project. Und sollte jetzt die Interrupt Routine tatsächlich angesprungen werden, na, dann haben wir es geschafft, dass wir einen Interrupt initialisiert haben. Und es geht dann nur noch darum, welche Aktion setzen wir in dieser Interrupt Service Routine. Also warten wir mal, schauen wir mal, um was es hier geht. Running. Und tatsächlich ist es hier reingesprungen, das heißt also, wir könnten jetzt immer wieder mit Continue reinfahren, das heißt der Running und Target Halted. Wir sind also in der Interrupt-Service-Routine, es steht nur nichts drin, deswegen geht er gleich an den Rand. So, wir werden also hier das wegnehmen und den Debugger beenden. Und jetzt bleibt nichts anderes zu tun, als eigentlich das, was wir hier unten in der While-Schleife haben. Also das gesamte Teil hier. Schneiden wir raus. So dass die Weilschleife ganz allein ist, also in der Weilschleife wartet dann nur auf den Interrupt. Und das Programm, das wir vorher geschrieben haben, das soll jetzt in der Interrupt-Service-Routine passieren. So. Und wenn es wahr ist, dann sollte jetzt eigentlich Folgendes passieren, dass wir hier am RC6 ein Einschalten sehen, ein Ausschalten, dann das Vergehen von einer Zeit, die eben der Timer braucht, um überzulaufen und das könnten wir am Oszilloskop bereits betrachten. Also programmieren wir es einmal normal rein, also nicht im Debug, sondern im Normalmode. Und schauen wir, ob das funktioniert. So. Und gefunden. Und jetzt schauen wir mal auf unser Oszilloskop.
So, und sehen am Oszilloskop einmal einen Programmlauf offenbar. Das ist also die Pulsbreite, aber müssen wir jetzt ein bisschen umstellen. So. Gehen wir mal in den Bereich von 20. So, und jetzt sehen wir, was passiert ist. Jetzt sehen wir auf einmal, dass also es offenbar eine Frequenz von 62 Kilohertz ergibt. Das heißt, wir wiederholen uns mit 62 Kilohertz. Die Periodendauer ist 16 Mikrosekunden. Also alle 16 Mikrosekunden kommt der Interrupt. Das könnte man noch nachrechnen. Und die Pulsbreite dazwischen drin ist also im Bereich von 500 Nanosekunden. Das ist also aufgrund dessen, dass wir hier mit dem Oszilloskop nicht so super messen, sind es also nicht diese 300, jetzt ist es besser, man sieht also hier 375. Das heißt, unser Timer kommt jetzt genau mit diesen Abständen. So, 16, alle 16 Mikrosekunden. Jetzt ist das also kein Takt, den wir so wirklich brauchen können, weil wir wollen eigentlich lieber alle 100, alle geradzahligen Zeiten sowas kommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, 16 Mikrosekunden ist zu schnell. Jetzt können wir uns aber noch helfen bei diesem Timer 0, indem wir hier einen Teiler einfügen. Und wie machen wir das? Na, schauen wir noch einmal auf unser PIC 18 Manual und dann auf den Timer 0 und dann hier auf diesen Teiler. Und jetzt sehen wir, wir müssen nur dieses BSA auf 0 setzen und dann müssen wir noch einen Befehl einfügen, nämlich wie viel teilt er eigentlich? So. Das heißt, wir wollen einmal zum Beispiel doppelt so schnell machen. Das heißt, wir schreiben einmal in dieses T0PS0 hinein. Also, schreiben wir mal hier her. T0 Con Bit Punkt. Und jetzt haben wir das T0PS, also der Prescaler. Schreiben wir 0 rein. So, und jetzt sollte eigentlich, wenn wir uns das noch einmal merken, hoppa, das ist das Falsche. So, wenn wir uns das merken, sollte eigentlich dann statt 62 Kilohertz das Ganze nur mehr mit 31 Kilohertz kommen. Okay, probieren wir mal. Programmieren wir das neue rein. Wir haben ja den Takt jetzt auf die Hälfte heruntergeteilt. Wir haben also den Teiler zugelassen und den Takt geteilt. Und jetzt könnten wir schauen, was wir jetzt als nächstes erreichen. Und das sehen wir schon. Wir sind auf einmal auf 31 Kilohertz, also auf der Hälfte, und auf 32 Mikrosekunden. Das heißt also, wir haben es geschafft, also hier das hinzubringen. Nur leider, wenn wir jetzt auch die anderen Teiler noch einsetzen, wir kommen nicht auf 100 Mikrosekunden. Und damit wir 100 Mikrosekunden erreichen, werden wir dann den Timer 2 benutzen. So, also, was haben wir getan? Wir haben also die Interrupts freigegeben für den Timer 0. Wir haben eine Interrupt-Service-Routine eingeführt, die also ausschaut, Void Interrupt, ein Name. Drin wird abgefragt, welcher Interrupt hier kommt. Das ist im Timer 0 tatsächlich war, der es ausgelöst hat. Das Flag gelöscht, das Programm ausgeführt und fertig. Und dann haben wir unsere Programmlaufzeit hier ausgegeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.